Weisheit braucht die Menschheit, vielleicht mehr denn je. Wir leben in einer turbulenten Zeit und wenn man genau darüber nachdenkt und sinniert, dann war es sicherlich immer so in der Menschheitsgeschichte, dass die Zeiten turbulent waren, mehr oder minder, aber auf jeden Fall turbulent. Wenn man so in manche Sachzwänge oder politische Gedanken und Handlungen, Wirtschaftsentwicklung, Technikentwicklung und überhaupt alle möglichen Dinge hineinschaut, hat man oft den Eindruck, dass die Beteiligten viel zu sehr verwickelt sind. Verwickelt sind im Sinne einer Optimierung, verwickelt sind im Sinne einer, ich muss es besonders machen, oder verwickelt sind im Sinne, eine Presse treibt mich vor sich hin. Also immer wieder in potenziellen Prozessen verstrickt ist, die drohen zu eskalieren, drohen, dass man den Überblick verliert, dass man drauf und dran ist, alles immer besser machen zu wollen oder zu kämpfen, Widerstand zu leisten und all das, was daraus resultieren mag. Und genau da ist es immer wieder ganz wichtig, egal in welches Gebiet wir hineinschauen, da ist es besonders wichtig, weise und bedacht und gelassen zu reagieren, souverän zu sein in der Weisheit. Diese Weisheit tatsächlich weise sein zu lassen. Und weise ist nicht Wissen, ist nicht besser sein, ist nicht Macht übernehmen wollen, ist nicht unterwerfen, ist nicht belehrend oder besserwisserisch zu sein, sondern die Weisheit in uns Menschen trägt das Potenzial etwas Erhabeneren. Und damit hebt sie sich typischerweise von unserem Menschsein ab. Sie wird zu etwas Größerem, zu etwas Umfassenderem, zu etwas, das mehr Perspektiven hat, aber nicht nur diese Perspektiven sammelt, summiert und daraus eine Gleichung erstellt, im mathematischen Sinne oder eine Formel erstellt, wie die berühmte Weltformel und was es alles so gibt, sondern tatsächlich weise reagiert, weise und gütig im Durchblick und dem gleichzeitig nicht mehr verstrickt sein. Danke, Ende, dass du mich bestätigst. Danke dir. Süß, dass das passiert gerade. Und diese Weisheit, ich möchte es nochmal sagen, einen gütigen Blick auf die Dinge hat, einen umfassenden Blick. Und das ist nichts, was wir durch künstliche oder mit künstlicher Intelligenz erreichen können oder noch besser werden oder noch besser rechnen können, sondern das ist etwas Durchdringendes und kommt aus einem Geist, aus einem Spirit, aus etwas Seelenhaften, das viel, viel größer ist als das, was wir typischerweise in unserem Egozentrismus als Menschen sind. Das ist Weisheit. Weisheit erlaubt sich tatsächlich die Einmaligkeit eines Augenblickes. Damit hat es viel zu tun. Plötzlich ist der Weise die Weise inspiriert von etwas. Plötzlich kommen ihr Worte von der Zunge in ihrem Ausdruck, die man niemals formulieren könnte in einer Nichtweisheit, sondern wo man verkrampft ist und sich besonders gut formulieren will und all das. Also diese ganzen ständigen Etiketten aufsetzt, um das zu sein, was man glaubt sein zu müssen. Das ist nicht Weisheit, sondern Weisheit schöpft aus dem Großen. Und das Große ist jederzeit da. Das Große ist jederzeit vorhanden. Bei jedem von uns. Jeder ist weise. Jede ist weise. Und das ist vielleicht mal so ein Hinweis, so ein Wunsch, vielleicht so eine Hoffnung für die Menschheit, bezogen auf die Menschheit und ihre Entwicklung, die wir gegenwärtig erleben. Weisheit braucht die Menschheit.